Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Niedersachsenforum, herzlich willkommen zu unserer landespolitischen Sendung von heute. Wir berichten aus dem Niedersächsischen Landtag. Das Thema: eine Regierungserklärung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Dr. Ernst Albrecht zum Thema Wiederaufbereitungsanlage in Dragan. Diese atomare Wiederaufbereitungsanlage hat für Gesprächsstoff gesorgt, nicht nur bei der Landesregierung, sondern auch bei den im Landtag vertretenen Parteien von CDU, SPD, den Grünen und den Freien Demokraten. Und hierzu hat es eine sehr interessante Aussprache gegeben. Bevor wir jedoch dazu kommen, wollen wir Ihnen erst einmal einen kurzen Film zeigen, den mein Kollege Albert Strothmann produziert hat. Er zeigt Ihnen jetzt, worum es bei dieser Debatte hier im Niedersächsischen Landtag im Einzelnen ging. Auf diesem Gelände eines Munitionsentschärfungsbetriebes soll die Wiederaufarbeitungsanlage errichtet werden. Einem Gelände also, das ohnehin bereits industriell genutzt wird. Die Gegner der Kernenergie lassen an dem Vorhaben natürlich kein gutes Haar. Sie sagen, die Einsparungen im Kernenergiebereich stehen in keinem Verhältnis zu den sicherheitstechnischen Risiken und alle optimistischen Zahlen über ein Mehr von Arbeitsplätzen dienten lediglich dem Zweck der Bevölkerung, die Wiederaufarbeitungsanlage schmackhaft zu machen. Wie sehr die Diskussion um die Wiederaufarbeitungsanlage in Dragan und im übrigen Landkreis die Bevölkerung in zwei Lager gespalten hat, geht aus den Beschlüssen der Kommunalparlamente hervor. Der Kreistag des Landkreises Lüchow-Dannenberg entschied sich nach einer heftigen Diskussion um die Wiederaufarbeitungsanlage mit 22-18 Stimmen für den Bau. Fast grotesk wirkt die Tatsache, dass 5 der neuen Gemeinderäte von Karwitz und Dragan dem Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage zustimmten, dass aber der Rat der Samtgemeinde Dannenberg bei der entscheidenden Sitzung in dem Hotel zur Post dem Vorhaben sein Ja versagte. Er stimmte mit 16-14 gegen den Bau der Anlage. Aber auch die Gegner der Atomenergie im Allgemeinen und die der Wiederaufarbeitungsanlage im Besonderen sind sich nicht ganz einig. Während eine Gruppe die Wirkung der neuen Anlage auf den Arbeitsmarkt, der Arbeitslosenanteil liegt im Kreis Lüchow-Dannenberg mit 20% fast doppelt so hoch wie im übrigen Lande, gleich null sieht, befürchten wieder andere, das höhere Lohnniveau der Betreiber der neuen Anlage könne den örtlichen Handwerksbetrieben finanzielle Schwierigkeiten bereiten. Und schließlich sehen Insider die Gefahr, dass Arbeitskräfte zu dem neuen Betrieb abwandern. Vieles ist emotionsgeladen in diesem Streit um die Wiederaufarbeitungsanlage. Die Atmosphäre ist mancherorts geradezu vergiftet. Es fehlt nicht an persönlicher Verunglimpfung und die dörfliche Idylle trügt. Das offene Gespräch zwischen Bürgern findet nur noch selten statt. Die Naturschützer, die um die schöne Landschaft fürchten, die Vertreter der Gastronomie, die auf der einen Seite zunächst einen Boom erwarten, aber um den Fremdenverkehr in der Zukunft besorgt sind, die Menschen, denen wirtschaftlicher Aufschwung näher liegt als oft ideologisch geführte Kampagnen gegen das neue Werk. Sie alle haben den unbefangenen Umgang miteinander scheinbar verlernt. In Lüchow-Dannenberg reden zurzeit die Menschen also kaum noch miteinander. Zu unterschiedlich sind die Meinungen und Auffassungen zum Thema atomare Wiederaufarbeitung. Im Landtag zu Hannover kommen sich die Volksvertreter in dieser Frage allerdings immer näher. Das lag vielleicht auch an der Regierungserklärung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, die in sich ausgewogen und ohne Emotionen den Kern genau traf. Eine Betrachtungsweise, die manchem Streiter für oder wider die Atomenergie gut zu Gesicht stehen würde. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Regierungserklärung vom 22. Juni 1982 habe ich erneut die Überzeugung der Landesregierung von der wirtschaftlichen Notwendigkeit einer weiteren Nutzung der Kernenergie bekundet und mitgeteilt, dass sie bereit sei, einen Antrag auf Zulassung einer Wiederaufarbeitungsanlage für bestrahlte Kernbrennstoffe entgegenzunehmen. Am 5. November 1982 hat die DWK ihren ursprünglichen Antrag vom 31. März 1977
auf Genehmigung einer Wiederaufarbeitungsanlage grundlegend geändert, ohne allerdings bereits einen Standort zu benennen. Am 22. März dieses Jahres hat die Landesregierung beschlossen, einen Antrag der Gesellschaft auf Genehmigung einer derartigen Anlage in Dragan entgegenzunehmen. Am 30. März hat die DWK ihren Antrag durch die Benennung des Standortes Dragan ergänzt. Das Hohe Haus wird sich erinnern, dass die Landesregierung am 16. Mai 1979 den Bau einer Wiederaufarbeitungsanlage abgelehnt hatte, und zwar nicht, weil die sicherheitstechnischen Probleme unlösbar erschienen, sondern weil der Bau der Anlage nicht ohne eine tiefgreifende Störung des inneren Friedens im Lande hätte durchgesetzt werden können. Wer Kernenergie einsetzt, muss die Kernkraftwerke entsorgen. Die Energieversorgungsunternehmen haben zunächst Verträge mit französischen und englischen Wiederaufarbeitungsunternehmen abgeschlossen. Damit wird in den 80er Jahren ein bedeutender Beitrag zur Entsorgung geleistet. Ausweitungsmöglichkeiten werden für die abgeschlossenen Verträge nicht gesehen. Die hochradioaktiven Abfallprodukte der Wiederaufarbeitung müssen in einigen Jahren nach Deutschland zurückgenommen, um dort zunächst vorläufig und dann endgültig gelagert zu werden. In der Mitte dieses Jahrzehnts werden außerdem ein oder zwei externe Brennelement-Zwischenlager an besonderen Standorten benötigt. Das eine geht in Gorleben seiner Fertigstellung entgegen. Das andere ist seit langem für Ahaus geplant, kommt aber nicht so recht voran. Voll im Zeitplan liegen hingegen die Arbeiten zur Vorbereitung des Endlagers. Die nächste sehr wichtige Etappe zur bergmännischen Untersuchung des Salzstocks in Gorleben wird das Abteufen von zwei Erkundungsschächten und das Auffahren von Erkundungsstrecken sein. Bislang gibt es keine Erkenntnisse, welche die Eignung des Salzstocks ausschließen. Wir dürfen nach wie vor damit rechnen, zu Beginn der 90er Jahre ein Endlager in Gorleben einrichten zu können. Wir werden nach seiner Fertigstellung als erstes Land der Welt über ein Endlager für hochradioaktive Abfälle verfügen. Damit dieses Endlager genutzt werden kann, bedürfen die abgebrannten Brennelemente zuvor der Wiederaufarbeitung oder der Konditionierung. Aus heutiger Sicht sprechen sowohl ökologische als auch ökonomische Gründe für die Errichtung einer ersten mittelgroßen Wiederaufarbeitungsanlage. Durch die Wiederaufarbeitung, das heißt die Abtrennung von Uran und Plutonium aus den bestrahlten Kernbrennstoffen, wird das Gefährdungspotenzial der verbleibenden und endgültig zu lagernden radioaktiven Abfälle verringert. Die Abtrennung der wiederverwendbaren Kernbrennstoffe erleichtert die Endlagerung der radioaktiven Abfälle, da zumindest die Hälfte der Spaltprodukte und langlebigen Wärmeentwickler aus den bestrahlten Kernbrennstoffen entfernt ist, sodass nur die nicht wiederverwendbaren Abfälle nach ihrer Verfestigung gelagert zu werden brauchen. Sie entwickeln weniger Wärme und haben ein sehr geringes Volumen. Die Rezyklierung des Plutoniums mit dem Ziel der Einsparung von Kernbrennstoffen reduziert die Mengen zugänglichen Plutoniums erheblich. Das Entstehen einer Plutoniummine im Endlager wird vermieden. Durch eine Wiederaufarbeitung können in erheblichem Maße Kernbrennstoffe eingespart werden, insbesondere durch das Wiedereinsetzen des gewonnenen Urans und des Plutoniums in Mischoxid-Brennelementen, vielleicht Wasserreaktoren und später in schnellen Brütern, wenn unsere Kinder sich dafür entscheiden sollten. Dragan ist durch Bundesbahn und Bundesstraße verkehrsmäßig gut erschlossen. Dragan ist durch das Vorhandensein eines leistungsfähigen Vorfluters begünstigt. Dragan liegt in der Nähe des Brennelement-Zwischenlagers Gorleben und des geplanten Endlagers im Salzstock Gorleben, ohne dass diese Nähe jedoch zu einer Akkumulation der Strahlenbelastung führen könnte. Das in Betracht gezogene Gelände wird gegenwärtig zum Teil als Delaborierungsanlage genutzt. Dieser Teil ist seit Jahren eingezäunt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Natürlich gibt es auf dem anderen Teil des Geländes einen wertvollen Baumbestand. Ersatzmaßnahmen, um den Verlust dieses Bestandes auszugleichen, sind jedoch möglich.
Abgesehen davon war bei der Vorauswahl zu berücksichtigen, dass unser nordöstliches Zonenrandgebiet heute zu den wirtschaftsschwächsten Regionen der Bundesrepublik Deutschland gehört und dringend neue Impulse für eine bessere Wirtschafts- und Beschäftigungsstruktur benötigt. Diese Schwäche wird insbesondere in der mit 20% weit überdurchschnittlichen Arbeitslosenquote im Landkreis Lüchow-Dannenberg deutlich, aber auch in der ungünstigen Altersstruktur der Bewohner. Das Einkommensniveau und die Wirtschaftskraft des Landkreises Lüchow-Dannenberg liegen um 37% unter dem Bundesdurchschnitt. Seit Jahrzehnten haben sich diverse niedersächsische Landesregierungen bemüht, hieran etwas zu ändern, leider vergeblich. Mit dem Bau der Wiederaufarbeitungsanlage mit einem Investitionsvolumen von 4,3 Milliarden Mark wird während der Gesamtbauzeit von 7 Jahren ein Bruttoproduktionswert von 10,4 Milliarden D-Mark, jährlich also etwa 1,5 Milliarden D-Mark, für die Erstellung der Investitionen selbst verbunden sein. Insgesamt werden hierdurch während der 7 Jahre Bauzeit durchschnittlich etwa 11.500 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen oder aber gesichert, davon ein nicht unbeachtlicher Teil in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg, Uelzen und Lüneburg. Der Dienstleistungsbereich wird wegen indirekter Wirkungen, zum Beispiel über die zusätzliche Konsumnachfrage, mit über 3.000 Arbeitsplätzen schätzungsweise beteiligt sein. Für die Betriebsphase ist eine jährliche Bruttoproduktion von 1,74 Milliarden D-Mark ermittelt worden. Dabei ist auch die Konsumnachfrage berücksichtigt, die sich aus dem durch die Produktion resultierenden zusätzlichen Einkommen ergibt. Nach den gutachterlichen Ermittlungen resultieren aus dem Betrieb der Anlage über Jahre hinweg fast 8.000 neue oder gesicherte Arbeitsplätze. Als Sprecher der stärksten Oppositionsfraktion schickte die SPD Johann Bruns ans Mikrofon, einem Genossen, der schon in der Vergangenheit durch Sachverstand und Engagement die Position seiner Partei vertrat. Ich habe mich entlang gerangelt an der Regierungserklärung. Heute geht es jedoch nicht darum, jedenfalls nicht zwischen uns und der Landesregierung, um die grundsätzliche Frage nach der Bereitschaft, eine Wiederaufarbeitungsanlage zuzulassen. Heute geht es um die Frage nach dem Standort. Wir bestreiten nicht, dass es gute Gründe geben kann, eine solche Wiederaufarbeitungsanlage nach Lüchow-Dannenberg zu geben. Das streiten wir nicht, ich habe es nie bestritten. Aber Sie, die Landesregierung, sollte nicht so tun, als wenn eine solche Entscheidung in der Kontinuität Ihrer bisherigen Politik und Erklärung läge, meine Damen und Herren. Ich komme zum entscheidenden Punkt der Erklärung unserer Fraktion. Die SPD-Landtagsfraktion lehnt den von der Landesregierung vorgeschlagenen Standort Dragan als unhaltbar, unabgewogen, dem Landesraumordnungsprogramm zuwiderlaufend, als unnötig natur- und landschaftszerstörend und einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhaltend nachdrücklich ab. Das von der Landesregierung vorgesehene Areal umfasst einen wesentlichen Teil eines der schönsten Wälder unseres Landes Niedersachsen. Er liegt auf einer herrlichen Endmoränenlandschaft mit Höhenunterschieden bis zu 60 Metern. Es muss einplaniert werden. Eine solche Bodenformation und ein solcher Waldbestand ist in Niedersachsen nicht oft anzutreffen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusammenhang sagen, ganz unpolemisch. Bitte, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, gucken Sie sich den Standort an. Gehen Sie hin und erklären Sie öffentlich noch einmal anschließend, dass Sie froh sind über diesen Standort Dragan. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich halte Ihre Entscheidung nur deshalb für möglich, weil Sie sich hier nicht angefangen haben. Anzunehmen, die Grünen würden sich auch nur im Entferntesten mit den Vorschlägen der Landesregierung solidarisieren, sah sich naturgemäß wieder einmal getäuscht. Fraktionschef Martin Mombauer zum Thema Kernenergie im Landtag.
Und jetzt das tollste Ding, am 11.04.1981, Herr Hasengier, über das Problem der Wiederaufarbeitungsanlage, ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten wörtlich, eine derartige Anlage kommt für den Kreis nicht in Frage, denn es geht um die Glaubwürdigkeit des Ministerpräsidenten. Und dass er glaubwürdig ist, kann keiner in Frage stellen. Also ich frage Sie mal ganz ehrlich, meine sehr verehrten Damen und Herren von der CDU. Ich kann ja verstehen, dass der Ministerpräsident irgendwann mal gesagt hat, ja, zu einer Wiederaufarbeitungsanlage. Das heißt, ich würde es nicht machen, aber wenn er es mal gesagt hat, ich kann verstehen, dass dann die eigene Fraktion noch sagt, Herr Remmers, die eigene Fraktion sagt, wir stehen hinter dem Ministerpräsidenten, das wollen wir mitvertreten. Ich kann dann auch verstehen, dass irgendwann die Entscheidung revidiert werden muss. Und dann heißt es Nein zu einer Wiederaufarbeitungsanlage im Landkreis. Und CDU-Politiker ziehen durch den Landkreis und vertreten diese neue Politik ihre Regierung. Ich kann das auch noch nachvollziehen. Aber was glauben Sie, geht in den Menschen vor, die jetzt wieder hingehen und neuerdings ganz großartig sagen, ach, der Ministerpräsident hat wieder Ja gesagt, jetzt stimmen wir wieder mit Ja ab. Was ist denn das für eine CDU? Wo ist denn Ihr Gewissen? Liegt das im Klatschen, wenn der Ministerpräsident was sagt, oder können Sie selbst dazu denken? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das gilt für alle Fraktionen. Was sagen Sie denn von dieser Politik? Ist die wirklich glaubwürdig? Ist die wirklich ehrlich? Ist die wirklich aufrichtig? Und ist sie christlich? Ist sie verantwortungsbewusst? Ich bitte Sie ganz genau darüber mal nachzudenken und diese Frage mal zu prüfen. Es ist notdürftig gelungen, einen Teil des Landesfriedens einigermaßen wiederherzustellen. Ich frage mich, ob nicht auch mal der Fall eintreten kann, dass die Landesregierung den Landesfrieden bricht mit einer solchen Politik. Ich bitte das mal ernsthaft zu prüfen hier in diesem Hauenhaus und nicht nur die Demonstranten. Den Liberalen blieb es vorbehalten, durch Walter Hirche, ihren Fraktionsvorsitzenden, in der Debatte einen Plan neu zu beleben, über den längst meterhohes politisches Gras gewachsen zu sein schien. Aus unserer Sicht sprechen gerade auch nach der Begründung des Ministerpräsidenten alle Gründe für Gorleben und gegen einen zweiten Standort Dragan, gegen die Dezentralisierung. Das heißt, die Verteilung auf mehrere Standorte spricht. Erstens, die Sicherheitsprobleme müssen bei zwei Anlagen in Dragan und Gorleben zweimal gelöst werden. An zwei Standorten ist Risikovorsorge zu treffen. Hier würde eine Konzentration der Sicherheit auch ein Mehr an Sicherheit bedeuten. Zweitens spricht aber gegen Dragan und für Gorleben die Nähe von Gorleben. Wenngleich wir meinen, dass der Bevölkerung in Lüchow-Dannenberg nur durch eine solche großindustrielle Anlage auch wirtschaftlich geholfen werden kann, bei Verteilung auf zwei Standorte ergeben sich doppelte Probleme. Ich habe hier und heute, Herr Bruns, dazu eine Aussage der SPD vermisst. Ein klares Nein zu Dragan entlastet nach unserer Überzeugung nicht von der Verpflichtung zu sagen, wie dann? Sie waren nach unserer Einschätzung da 1979 mutiger. Meine Fraktion versteht hier ihre Oppositionsrolle anders. Meine Damen und Herren, der Landtag hat bisher noch keine Entscheidung in der Frage des Standorts getroffen. Auch nicht durch die Annahme des Entschließungsantrags der CDU im Mai 1979. Gäbe es einen Landtagsbeschluss, so müsste die Argumentation in diesem Hause selbstverständlich eine andere sein. Wir sehen die Möglichkeit, in diesem Stadium die Meinungsbildung des Landtages noch zu beeinflussen. Erst wenn der Landtag beschließt oder beschlossen hat, entsteht eine Bindungswirkung für die politisch Handelnden, wenn denn unsere Verfassungsinstitutionen etwas gelten. Ausgesprochenes Fingerspitzengefühl bewies der frühere Kultusminister und jetzige Fraktionsvorsitzende der CDU Werner Remmers, als er auch die Problematik der Standortfrage aufgriff. Nach dem Prinzip Hannemann, geh du voran, kann es nach seiner Meinung natürlich nicht gehen. Die Landesregierung hat es sich mit ihrer Entscheidung
nicht leicht gemacht. Das ist gut so. Ich füge aber hinzu, dann und wann hat sie es sich, also die Landesregierung, gedrängt von der Opposition in diesem Hause und auch draußen sogar etwas zu schwer gemacht. Das, worum es geht, meine Damen und Herren, wissen wir. Und die Dimensionen des Problems sind jedenfalls so weit erörtert, dass eine Entscheidung möglich und verantwortbar ist. Das gilt auch für die sicherheitstechnische Realisierbarkeit. Wir von der CDU-Fraktion sind der festen Überzeugung, dass die Entscheidung in nicht ferner Zukunft auch von einem großen Teil der jetzigen Kritiker akzeptiert wird. Da finde ich die Aussagen der FDP schon eindeutiger, wenn sie schlicht und ergreifend sagt, wir sind für die Wiederaufbereitung und für den Standort Gorleben. Bei der SPD müssen wir den Eindruck haben, dass Ihnen bei einem anderen Standort notfalls andere Argumente einfallen. Im Übrigen muss ich, meine Damen und Herren, hier mal ganz deutlich sagen, ich wüsste auch keinen Standort, an dem es nicht zwar unterschiedliche, aber in dem es nicht erhebliche Fragen gibt und jeweils auch gute Gründe, nun nicht gerade diesen Standort, sondern wieder einen anderen zu wählen. In dem Resümee des Ministerpräsidenten kam deutlich zum Ausdruck, dass über Parteigrenzen hinweg in dieser für unser Bundesland so wichtigen Frage der Atomenergie, wenn auch nicht Konsens, so doch weithin Sachlichkeit das Klima im Landtag kennzeichnete. Hierbei ließ der Regierungschef den politischen Gegner natürlich nicht aus den Augen. Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken für diese Debatte. Ich glaube, nicht wegen der Landesregierung, sondern ich glaube, weil unsere Öffentlichkeit, unsere Bevölkerung sich zu Recht einiges von einer solchen Debatte im Hohen Hause erwarten konnte. Und ich meine persönlich, dass sie dazu beigetragen hat, mehr Klarheit über die Positionen der einzelnen Fraktionen dieses Hauses zu bringen. Dabei ist deutlich, dass drei Fraktionen dieses Hauses, die CDU, die SPD und die FDP, gemeinsam sich für die Schließung des Brennstoffkreislaufs mit und durch Wiederaufarbeitung einsetzen. Wir wissen doch alle, was es geht. Gorleben-Trebel schließt die Landesregierung aus. Woltersdorf hat erhebliche Probleme. Wenn Sie Woltersdorf vorschlagen wollen, schlagen Sie es vor. Und wir werden Ihnen eine Antwort darauf geben für diesen Standort. Aber die Tatsache, dass es eben dieser Standort ist, Dragan, und dass wir nicht nach Ostfriesland gegangen sind damit oder nach Salzgitter oder in den Landkreis Gifhorn oder wohin auch immer, das hängt damit zusammen, dass wir der Meinung sind, dass das die einzige Chance ist für diesen Landkreis, in der Lage, in der er sich befindet, nur noch mal vergleichbare Entwicklungschancen und Lebenschancen zu haben, wie die anderen Landkreise in Niedersachsen auch. Das, meine Damen und Herren, war unsere Berichterstattung aus dem Niedersächsischen Landtag zum Thema Wiederaufarbeitungsanlage in Dragan. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und sehen uns wieder am kommenden Donnerstag. Guten Abend.